Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bau-Update. Ich wollte euch jetzt einfach mal kurz unsere Baustelle hier zeigen. Da hat sich nämlich einiges getan und ja, ich würde jetzt mal ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, wie ihr seht, wir bekommen eine Treppe und wir sind hier gerade im Esszimmer und hier hat sich erstmal einiges getan. Also ihr seht, wir haben hier so eine Wand drin, die war letztes Mal noch nicht drinne. Da haben wir hier den Ständer und hier haben wir jetzt halt so eine Wand drin und hier ist dann ja der große Durchgang nachher ins Wohnzimmer. Das bleibt ja so offen, aber hier haben wir das zugemacht, damit man die Treppe von außen nicht sieht oder dass man die Treppe eben von da nicht so sieht. Genau, weil die Stufen sind offen. Und so sieht hier das jetzt aus. Mein Vater hat gestern hier die Treppe versucht zu stellen. Genau. Ist ein bisschen schwierig hier. Dann hat Felix hier überall USB gemacht und Regips. Und ja, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Die Männer mussten hier oben noch das Treppenloch erweitern, ein bisschen größer machen. Was haben sie noch gemacht? Dafür haben sie einen Balken rausgenommen und den dann eben so ein bisschen reingesteckt da. Und ja, hier ist auch schon die Decke drin mit Stromkabel. Hier haben wir jetzt noch keine kein Rigips. Und ja, genau, so sieht das hier aus. Hier haben wir schon das Fenster, also das Loch fürs Fenster. Ich weiß gar nicht, warum das hier zu ist. Kann man auch rausgucken hier. Genau, also so groß wird nachher das Fenster, was hier drin ist. Das wird aber nachher von außen eingesetzt. Und da kommt dieses kleine hier eben raus. Und hier haben wir auch schon die Wand. Die kennt ihr, glaube ich, auch schon. Hier zur Küche, der Eingang zur Küche. Jetzt haben wir hier gar kein Licht in der Küche, weil hier haben wir auch schon gar kein Fenster mehr. Aber ich glaube, ihr seht das so ein bisschen. Ich mache mal so ein bisschen die Kamera an hier. Licht vom Handy. Genau so, ich glaube, ihr seht das ganz gut. Also, das ist unsere Küche derzeit. Hier haben wir nämlich die Außenwand jetzt gedämmt und mit Folie und ja, da kommt jetzt noch Schalung. Da unterm Fenster sind schon alle Wasserleitungen vorbereitet. Also, da ist schon alles vorbereitet, dass da Wasserleitungen rein können. Hier ist schon das Fenster drinne und ja, hier haben wir auch schon Schalung. Oben die Decke kennt ihr, glaube ich, schon. Und hier haben wir auch schon Regips. Genau, so sieht das Ganze hier also aus in der Küche. Da kommt jetzt eigentlich nur noch hier an die Außenwände noch USB. Und hier muss noch Schalung hin und hier muss ja noch Dämmung und Regips. Genau. So, und dann, wie gesagt, hier unser Esszimmer. Der Esstisch passt hier leider nicht mehr hin. Also er würde hier natürlich hinpassen, hier so. Aber das ist alles zu eng, weil das ist ein sehr großer, massiver Tisch. Und der muss frei stehen, finde ich. Der kann nicht so eingequetscht sein. Und dementsprechend kommt der jetzt hier hin. So, weil hier haben wir auch noch ganz viel Platz. Hier ist unser Wohnzimmer. Hier kommt nachher die Couch hin. Da kommt der Fernseher. Dann haben wir hier halt eben noch richtig viel Platz. Und dann kommt hier der Esstisch hin. Und sonst hat sich hier nichts verändert hier unten, wie ihr seht. Nur, dass hier so ein bisschen weiter gedämmt wurde, die Decke. Aber sonst hat sich hier nichts verändert. Hier ist jetzt auch noch, stimmt, die Regipsplatte ist auch neu. Genau, und hier, wie gesagt, die Treppe, die jetzt hierher kommt, die steht so ein bisschen von der Wand weg, wie ihr seht. Und hier kommt dann noch so eine kleine, wie ihr hier seht, so eine kleine Treppe hin. Als Deko, damit wir hier eben diesen Platz verstecken können, sozusagen. Oben ist alles gleich geblieben, denke ich. Ja, da gehen wir das nächste Mal hoch, weil die Treppe hier drin ist, weil die Leiter gehe ich nicht hoch. Und ja, dann sieht das Ganze hier so aus. Hallo, meine Lieben, wir haben einen neuen Tag und ich habe heute wieder ein bisschen auf der Baustelle gearbeitet. Ich habe euch nicht mitgenommen, aber ich wollte euch jetzt einmal zeigen, was ich heute geschafft habe. Felix ist auch da. Der Herr ist auch da. Der Herr. Ich sage immer der Herr und das finden die so lustig. Genau, ich zeige euch mal, was ich alles geschafft habe. Und zwar sind wir hier im Babyzimmer. Es wird schon langsam dunkel, seht ihr? Aber wir haben einen mega schönen Sonnenuntergang hier. Jedes Mal. Sehr, sehr schön. So,
also ein Babyzimmer und ihr seht, glaube ich, ich habe weiß gestrichen. So sehen meine Hände auf jeden Fall aus. Und zwar habe ich hier jetzt zweimal gestrichen. Hier hatte ich ja schon einmal gestrichen, jetzt habe ich hier nochmal gestrichen. Da oben habe ich einmal gestrichen. Hier habe ich noch nicht gestrichen, da habe ich nur einmal vorher gestrichen. Oben habe ich überall Acryl gemacht. Ich glaube, das seht ihr gar nicht. Da doch, ihr seht das. Überall einmal Acryl rum in die Ecken. Und da gestrichen, hier noch ein zweites Mal gestrichen. Das ist aber noch trocken, deswegen sieht das. Ja, das ist noch nass, deswegen sieht das so aus. Genau, ich habe die Wand zum Glück nicht angemalt. Aber seht ihr das Glitzer diesmal? Ja, ihr seht es. Oh mein Gott, ist das nicht cool? Krass, wenn die Sonne so gegen scheint, sieht man das total gut. Genau, und dann habe ich hier gemalt, weiß, 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 weiß und weiß. So, und jetzt weit Baby. So, und da gerade Maggie zum Baby gelaufen ist, zeige ich nochmal, was ich so gemacht habe. Die Treppe, das hatte ich ja mit Ralf gemacht. Ich weiß nicht, ob Maggie euch das schon gezeigt hat. Die ist auf jeden Fall schon drin. So wie, dass wir jetzt hier rechts schon so eine Abtrennung, die habe ich letztes Mal gebaut, wo wir die Treppe eingebaut haben. Wo wir jetzt die Treppenstufen, die übrig waren, noch so als Abstellfläche sozusagen oben drauf haben. Die müssen natürlich noch geschliffen und auch angemalt werden. Und wenn wir jetzt hier in die Küche gehen, seht ihr auch, ich habe die Wand hier vor uns mit USB beschlagen. Kann man hier so ein bisschen sehen. Also hier sieht man noch, dass da USB hinter ist und Regen gibt es davor. Das habe ich jetzt auch gemacht. Sprich, wir haben jetzt hier eine Regelswand drin, die nur noch gespachtelt werden muss und natürlich angemalt. Und dann können da die Möbel, wie sie jetzt hier drauf sind, rauf. Ja, das wird im Prinzip die Wand, die ihr hier seht. So ein bisschen kann man sich das ja vielleicht vorstellen, dass man, Fokus hier, genau, dass das einmal die Küche werden soll. Genau, rechts mit Backofen. Da kommt das Ceranfeld hin und neben dem Backofen die Küche. Genau. So, meine Lieben, ein neuer Tag ist angebrochen und ich dachte, ich nehme jetzt heute einfach mal mit, weil ich schon wieder auf der Baustelle bin hier. Und ich habe jetzt gerade Wasser geholt. Hier für Uniflot. Uniflot ist unser Spachtel, den wir benutzen. Und ich habe jetzt hier im Kinderzimmer gestern noch weiß gestrichen hier und hier unten. Und das ist auch soweit fertig. Also das Kinderzimmer muss nicht mehr gestrichen werden. Ich habe bis heute Morgen noch hier die Ecke, hier diese Kante gestrichen, auf beiden Seiten. Da, genau. Das habe ich jetzt noch vorgestern mit Acryl gemacht alles. Also ist schon ziemlich viel passiert, aber ich habe ziemlich wenig gevloggt. Und hier oben müssen wir noch die Ecken machen. Seht ihr, das ist immer... Die Ecken habe ich schon 5-mal gestrichen, aber irgendwie will es nicht weiß werden. Da muss ich jetzt nochmal rüber, das mache ich jetzt gleich noch, wenn die Kleine schläft. Und sonst bin ich hier gerade am Fenster, kann ich euch mal zeigen. Nämlich am Spachteln. Mein Vater hat hier nämlich noch so eine Leisten dran gemacht, damit die Ecken hier nicht abbrechen. Und die spachtle ich hier gerade ein. So sieht das aus. Hier oben habe ich das auch schon gemacht. Hier unten auch so. Es muss auf jeden Fall nochmal gespachtelt werden. Es ist nur ziemlich schwierig, das hier einzuspachteln. Also muss auf jeden Fall nochmal nachgespachtelt werden. Jetzt muss ich hier noch, wie ihr seht, das Stück, das hat mich die Kleine gerade nicht machen lassen. Hier habe ich das aber auch schon. Oh, seht ihr gar nicht so gut, ne? Wegen dem Licht. Auf jeden Fall habe ich hier schon die Seite fertig. Seht ihr hier? Und muss jetzt noch hier unten das Stück. Da mache ich jetzt kurz noch den Spachtel fertig. Spachtelmasse ist nämlich leer, hat gerade nicht mehr gereicht. Und dann werde ich, wie gesagt, das noch machen und dann werde ich noch den Rest noch mal malen und dann bin ich auch für heute fertig, dann kann ich erstmal nichts mehr machen. So, ich habe fertig und ich sehe mal wieder aus, meine Güte. Also ich habe hier gespachtelt, jetzt hier das Stück noch fertig und habe jetzt hier noch ein bisschen gestrichen, hier so den Rand, ich glaube, das seht ihr gar nicht. Jedenfalls hier einmal so diese Ecke noch einmal hier so runter am Rand. Dann hier im Fenster noch. Jetzt trete ich voll in dieses Spachtelwasser liegt. Hier einmal so. Hier kann ich ja noch nicht, hier muss es noch trocknen, da muss noch geschliffen werden. Hier auch einmal, das seht ihr glaube ich, wo es nass ist.
Genau. Und dann einmal hier oben. Da seht ihr auch, da wo es eben nass ist. Aber die Ecken nochmal, weil wie gesagt, die Ecken wollen einfach nicht weiß werden. Ja, ich hoffe, jetzt ist es besser. Und sonst müssen wir eben nochmal streichen. Yeah, wie gesagt, jetzt ist schon das fünfte Mal. Mal gucken. Dann habe ich hier Äste gemalt, mit denen bin ich aber nicht zufrieden. Lass ich nachher mal meinen Vater rüberschauen, was der so sagt.